Willkommen im McDonald's der Zukunft. Hier in Handchicken testen wir mit unseren Gästen, Teams und Partnern, wie wir in unseren Restaurants die Umwelt stärker schonen können. Mein Name ist Aglaé Strachwitz und ich bin die Chefin von McDonald's Schweiz. Mein Name ist Walter Schaub und ich bin stolz darauf, dass ich als lokaler Unternehmer das neue McDonald's-Restaurant führen darf. Hier in diesem Restaurant können die Gäste neue Verpackungsmaterialien ohne Plastik ausprobieren. Ich bin der Umweltmanager von McDonald's Schweiz und heiße Heinz Henni. Gemeinsam mit dem Team arbeite ich jeden Tag daran, McDonald's noch ein bisschen besser und nachhaltiger zu machen. Die Eröffnung von diesem Restaurant hier in Handschicken ist ein grosser Schritt in diese Richtung. Wir servieren nicht nur feine Burger, sondern wir setzen auf eine nachhaltige Gastronomie. Gemeinsam mit unseren Teams, unseren Partnern und unseren Gästen. Gemeinsam können wir viel bewegen und jeder noch so kleine Schritt zählt. Heute servieren wir unsere Becher mit einem Plastikdeckel und einem Plastikröhrli. Was sich ändert? Neu haben wir einen plastikfreien Deckel, aus dem man auch direkt trinken kann. So werden wir nicht nur plastikfreier, sondern wir verwenden insgesamt weniger Ressourcen und können die Umwelt mehr schonen. Dieses spezielle Restaurant hier ist auch dazu da, um diese Schritte mit unseren Gästen jetzt zu testen. Im nächsten Jahr werden wir dann schweizweit die neuen Verpackungen ausrollen. Macht euch selber ein Bild, was wir schweizweit schon für die Umwelt machen und was wir hier in diesem Pilotrestaurant zusammen mit unseren Gästen ausprobieren wollen. Verpackungen sind ein zentrales Thema für uns und unsere Gäste. Sie bestehen heute schon zu 90% aus Papier und Karton, doch da geht noch mehr. Salatbox ist neu aus Karton, Besteck ist aus Holz und der beliebte Sundae gibt es neu in einem Papierbecher und nicht mehr im Plastikbecher. Aber die wahrscheinlich grösste Änderung ist der Becher für das Kaltgetränk. Da hat es neu kein Röhrchen mehr dazu, weil das braucht es nicht mehr mit dem neuen Deckel, wo das Papierfaser drin ist. Für im Restaurant lassen wir aber sogar den Deckel weg. All die Becher, die ihr hier seht, können wiederverwertet werden. An dieser Recyclingstation tut der Gast sein und die restliche Flüssigkeit hier reinleeren und den Becher in der Recyclingbox entsorgen. Aus diesem Becher gibt es Kompost und Biogas. Ich finde das eine saubere Sache. Apropos sauber, in der Natur draussen hat Abfall nichts verloren. Wir investieren schweizweit 70'000 Arbeitsstunden, um unser Restaurant herum sämtlichen Abfall aufzulesen. So wird der Abfall am Schluss doch noch richtig entsorgt. Auch in allen unseren Küchen schenken wir Wertstoffen ein zweites Leben. Aus unserem Altfrittieröl entsteht Biodiesel und aus unseren organischen Küchenabfällen lassen wir Biogas herstellen. Die Lastwagen für die Feinverteilung unserer Güter, die fahren mit einem variablen Anteil an Biodiesel und Biogas. Und so schließt sich ein Kreis. Beim Thema Strom setzen wir mit vielen Jahren schweizweit auf Nachhaltigkeit. Unser Restaurant nutzt 100% Ökostrom aus Wasserkraft. Und hier in Handschicken tun wir auch die Heizung und Kälte mit Geothermie betreiben. Hier nutzen wir zusätzlich Kraft von der Sonne. Mit Solarzellen auf dem Dach können wir einen Teil von unserem Strombedarf abdecken. Schon heute transportieren wir 55% der Waren mit dem Zug in das Restaurant. Hier in Handschicken gehen wir aber noch einen anderen Weg. Mit dem grünen Wasserstofflastwagen hier hinter mir bringen wir die Zutaten für unsere feinen Produkte. Unser Ziel ist, dass bis 2025 70% von allen Transporten CO2-frei passieren. Mit Ladeplätzen für Elektroautos und Elektrovelos bieten wir auch unseren Gästen die Möglichkeit, CO2-neutral unterwegs zu sein. Das war ein Einblick in unser McDonald's der Zukunft und unsere Veränderungen für eine lebendigere Umwelt. Wir setzen diese Schritte gemeinsam mit unseren Partnern, unseren Teams, unseren Gästen und unseren Lieferanten um. Nach der Ambition, let's change together.